wieder aufnehmen. So, jetzt muss es halt nochmal laden, leider. So, wir haben eine lange Etappe vor uns. Ja, Schweden habe ich, die Tage ausführlich geübt, weil das halt die Etappe, also die der Schauplatz war, wo es halt weitergeht. Weil ich halt unbedingt noch den ersten Platz rausholen wollte, letzte Saison, damit wir zur Professional Meisterschaft aufsteigen. Das hat ja glücklicherweise noch geklappt. Und wir fangen an in Schweden. Mit unserem Alitalia Stratos. 5, 4, 3, 2, 1. 100, 16, rechts, 6, 40, mittig halten. Überkurve 40, rechts halten. Überkurve 40, Vorsicht. Wieder mit dem Schatten, dass man die Strecke kaum sieht. 40, links 5, 20, Überkurve, Welle, Kurve. 60, Landkurve und rechts, Landkurve. Links 6, rechts, Landkurve. Links 4, Überkurve. Rechts 5, über kleine Kurve. 100, über kleine Kurve, Welle. Rechts 6, links 3, halb lang. 40, Achtung, Kurve, gleich Sprung. Links 4, Überkurve, macht auf, Überkurve. Rechts 5, weiter. Links 6, Überkurve, 60. Vorsicht, bergab, 90 Grad, links, links schneiden. Gleich einen Vorsprung ausgefahren. Rechts kommt eine schwierige Kurve, wo man gerne mal sowas hier macht. Rückwärtsgang. Dankeschön. Weiter geht's. Schade, das waren wohl die 3 Sekunden jetzt. Na, es waren ein bisschen mehr als 3 Sekunden, die aufgegangen sind. Vielleicht können wir die ja wieder rausholen. Links 4, Land, Überkuppe, macht auf, du fachst zu. Rechts 3, macht auf, Land, 100, Land. Landkuppe und rechts 4, Überkuppe. Links 3, macht zu, bis 2, Land. Rechts 3. Rechts 3, halb lang, 40. Links 2, halb lang. Rechts 4. Boah, beinahe wieder gedreht. Ach, wie dieser Schnee, der einen festhalten will. Links 2 bis 6, links schneiden. Rechts 4. Links 4 über Kreuzung 5. Rechts 6 über Kuppe und links halb über lange Kuppe. Kuppe und rechts 4 über Kuppe melden. Links 5 und kleine Kuppe 100. Nein, ach Manu. Oh, natürlich reicht der Platz nicht aus und im Einzug zu drehen, war ja klar. Musste ja passieren. Vorsicht, links 6, über kleine Kuppe, Sprung, links 3, lang, macht auf, über Kreuzung 15. Rechts 4, lang, Kuppe 14. Links 3, eng, nicht schneiden, 60, Kuppe, gleich Sprung. Rechts 3, durch 6, Kuppe. Links 5, halb lang. Vorsicht, rechts 2, über Welle. Kleine Kuppe, Welle. Achtung, links 2, 16. Rechts 5, über Kreuzung 14. Vorsicht, links 3, über kleine Kuppe, macht auf, über Kreuzung. Rechts 4, erste halbe 14. Über lange Kuppe, rechts 4, halbe, links 4, halbe. Nein, vergessen, die Kurve zu nehmen. 60 durch 6. Links 5, halb lang, über Kuppe. Da will der Mannschaft wieder rumgehen. Rechts 5, 14, rechts 6. Über Kuppe, Flensburg, links 6, über Welle, rechts 5, 60, links 5, rechts 3, links 5, wir fahren immer wieder mal, wenn nichts dazwischen kommt, auch grüne Zwischenzeiten. Rechts 5, über Kuppe, Flensburg, dann ist ja soweit alles gut. 40, über Kuppe, rechts 3, 40, links 6, links 4, kleine Kuppe, Vorsicht, rechts 3,
Gruppe. Wow, das war wieder die Wand. Achtung, Kehre links, macht auf. Ist ja auch krass, wie hoch diese Wände sind, ne? Da hat's ordentlich geschneit. Na, nicht schon wieder. So. Rechts 4, lang, macht auf. Links 6, über Kuppe, kleine Kuppe. Rechts 4, über Kuppe. Links 2. Rechts 6, 60. Rechts 4, lang, 100, verwendet. Achtung, kleine Kuppe, Sprung. Rechts 6, über Kuppe, kleine Sprung, 40. Links 5, und Welle. Rechts 3, über Kuppe, macht auf. 60, Welle. Rechts 5, lang. Macht zu. Kuppe 40. Ah, schon wieder. Weg da. Links 4, macht zu bis 3, rechts 3. Gleich direkt in die nächste Wand. Auf der gegenüberliegenden Seite. Links 5, über Kuppe 40. Ah, es ist auch so verdammt eng, ne? Und wenn die Wände einen erstmal haben, dann lassen sie auch einen nicht mehr los. Links 5. Rechts 4, über kleine Kuppe 60, über das. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Zeit verloren. Das passiert immer wieder. Aber immerhin muss ich mich zurücksetzen lassen. Denn das wäre äußerst ärgerlich. Nein, nicht schon wieder. Komm schon, das muss doch nicht sein. Oh, mit dem Hecktriebler in Schweden, das ist, oh, das ist was. Zeit verloren durch die Dreher. Aber wir sind Zweiter. Damit kann ich zufrieden sein. Mal wieder der Bengtsson, der vorne mitmischt. Der hat ja in Monte Carlo ganz schön was verloren. Das heißt, wir könnten immer noch vor ihm sein. Aber das war ja jetzt auch erst die erste Etappe. Mal gucken, was die zweite bringt. Die ist wieder eine lange. Also geht's wieder ordentlich zur Sache. Da wird's auch dann danach ordentlich was zu reparieren geben, wenn das so weitergeht. So. Und weiter geht's. 4, 3, 2, 1. Links 5 über Kuppe, Welle, Senke. Rechts 5 über Sprung. Links 5 lang, macht
Luft für Kuppe, 80, durch Senke, Vorsicht, links 5, bewegen. Rechts 3 für Kuppe, 80, links 4 und Kuppe, 60. Rechts 4 macht zu bis 3, links 2 macht an. Rechts 3 macht auf, hängt nach außen, 40. Achtung, links 1. In der Zwischenzeit. Das fängt schon mal gut an. Das weniger. Ach, mein. So, und das wird jetzt garantiert keine grüne Zwischenzeit mehr. Lass mich los, Schnee. Links 3, Kuppe. Rechts 2, lang. Mach zu, 80. Achtung, rechts 4, über Kuppe, Sprung, mach zu, 60. Links 3, über Welle, Kuppe, 60, Kuppe. Links 4, halt lang. Kuppe, Sprung. Rechts 5, 60. Rechts 4, 40. Rechts 6, über kleine Kuppe, in links 5, halt lang. Oh, schon wieder. Mein drin und so, dass wir gleich weitermachen können. Das macht die Sache nur halb so schlimm. Ich fahr auch immer wieder in den Schnee rein. Jetzt haben wir schon 18 Sekunden Rückstand. Ah. Wieder in die Wand geklatscht. Kuppe 80. Rechts 4 halt lang, 130. Gerade über kleine Kuppe. Wir holen mit ein bisschen Zeit raus, immerhin schon ein Toast. Links 4 durch Senke, in 3, Kuppe 60. Rechts 3 halt lang, 40. Es darf halt nicht nochmal sowas passieren. Dann nimmt es das alles nicht viel. Rechts 6, über 80. Links 6, lang, über Welle, 80, über Welle, 80, rechts 6, über lange Kuppe, links 6. Ah, das habe ich gar nicht kommen sehen, dass es jetzt so endet. Da war gar kein richtiger Haufen, auf den man aufgefahren sein könnte, aber es hat gereicht, um uns von der Strecke zu reißen. Mann, oh. Links 5, Versprung, hängt da raus. Links 5 und rechts 6, Welle. Links 5 und rechts 6, halt lang, über Welle, Lichtstein, 80. Links 5 und rechts, halt über lange Kuppe, 80. Links 4, lang, macht auf, über Kreuzung, 60. 80, 90, 30, spät verhängt. 100. Kuppe, 100. Rechts 4 macht auf, über 60.
das Auffahren auf dem Schneehaufen da. Bleibt anscheinend nicht aus. Zumindest bei mir nicht. Rechts 4, Lampe, kurze Fahrt, Gruppe, links 4, halb Lampe. Wenn die Dreher nicht wären. So ist es nur ein zweiter, ansonsten wäre vielleicht mehr drin gewesen. Naja. Aber so ist das eben. Schweden ist nicht einfach. So, aber wir sind immer noch Zweiter. Das ist das, was wir erreichen wollen. Mehr oder weniger. Und jetzt geht's weiter zur dritten Etappe. Diesmal ein Sprint. Diesmal nur halb so lang. Das war auch krass, dass da gleich zwei lange auf einmal am Anfang gleich kamen. Das wird auch nicht längst die letzte lange Etappe gewesen sein, wie ich da gerade gesehen habe. So. Wir können das Auto nicht vollständig reparieren. Vielleicht beim nächsten Mal, weil diesmal waren es halt auch zwei lange Etappen am Stück. Da geht natürlich mehr zu Bruch, als wenn man nur zwei kurze fährt oder so. 5. Aber weiter geht's. 4. 3. 2. 1. Und die 6,65 links 2 stehen. Wow, gleich wieder die Traktion verloren. Aber es lief noch glimpflich ab. Natürlich auch nicht gerade sehr gut. Aber das kann man noch gerade so verkraften. Ah, schon wieder. Und dann will die Wand einen wieder nicht loslassen. Also wird es wahrscheinlich jetzt eine rote Zwischenzeit geben. Und das passiert natürlich gleich nochmal. Aber solange wir uns nicht drehen, ist alles gut. Das war eine rote Zwischenzeit, aber wir liegen immer noch in Führung. Also wir haben Zeit verloren, aber nicht so viel, dass wir einen Platz verlieren.
Kurve abdrehen. Über kleine Kurve kommen. Vorsicht, richtig ab. Knapp 60 mal links 4. Rechts 5 und links 3. Boah, schon wieder ein bisschen über Süd hinausgeschossen, in der Wand hängen geblieben. Rechts 5 und links 3. Das passiert andauernd. Links 4, dann kommt noch. Macht auf, 80 mal weg, 6. Achtung, links 4, macht auf, bis 3, mal gucken. Rechts 5, 5. Links 6, mal gucken, 130 mal weg. Links 4, lang 60. Ach, nö. Ah, ich setz mal zurück, das geht schneller. Ärgerlich, das waren 10 Sekunden, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, die wir jetzt verloren haben, allein durchs Zurücksetzen. Achtung, links 4, macht auf, bis zu 2. Wieder ein bisschen hängen geblieben. Rechts 4, 40, Welle, bis 4. Und das war auch relativ kurz vom Ziel, was hier passiert ist. Doppelt ärgerlich. Och, Manno. Sowas passiert doch immer wieder. Wenn's gut aussieht. So, das war der dritte dann. Leider. Aber wir sind immer noch Zweiter. Der Vorsprung sind so 5 Sekunden ungefähr auf Taylor. Ist halt nicht ganz sicher, ob wir die halten können. Wenn ich mir halt nicht solche Schnitze erlaube, dann ist das aber drin. Dann wäre eigentlich sogar ein erster Platz drin, wenn ich halt keine Fehler machen würde, ne? Weil vom Tempo so grundsätzlich ist das ja alles ganz in Ordnung. Nur halt die Fehler, die einen immer wieder raushauen. So, jetzt kommt schon wieder eine lange Strecke. Oh je. 5, 4, 3, 2, 1. Schweden lässt mich locker. Links 2. Links 3 langsam. Rechts 4 macht auf. Komm, komm. Kuppe 60, kleine Kuppe. Links 4. Und rechts 2 macht auf. Und wie immer auf dem ersten Abschnitt eine grüne Zeit. Oder wie fast immer. Und auf den nächsten Abschnitten folgt dann wahrscheinlich wieder ein Fehler, sodass wir wieder zurückfahren. So kennt man das ja zumindest. Aber solche Fehler halten sich halt an Grenzen von ihrem Ausmaß an Zeit, dass man, die man da verliert. Nur Dreher sind halt doof. Alles andere geht gerade noch so. Ah. Da haben wir wieder ein bisschen Zeit verloren, aber liegen noch in Führung. Und wenn ich ehrlich bin, Schweden gehört nicht zu meinen
Lieblingsrallyes, weil es halt mit dem Schneewenden so frustriert ist, weil man sich da ständig am Drehen ist. In dem Ausmaß habe ich das bei anderen Rallyes nicht so erlebt. Aber gut. Nichtsdestotrotz, es macht aber Spaß. Immer kommt dieser das Gefühl der Überlegenheit, wenn man einen Kontrollverlust abfahren kann. Und das passiert ja hier ziemlich oft. Glücklicherweise können wir die meisten abfangen, sonst wäre es ja noch schlimmer. Wieder fast aus der Kurve geflogen. Links 5 und Welle. Rechts 6 durch 6. Boah, da bricht er wieder in beide Seiten aus. Beide Richtungen. Man sieht ja, was ich mit dem Lenkrad mache. Die Bewegung, die der Fahrer hier im Cockpit macht, sind mehr oder weniger 1 zu 1 die Bewegung, die ich mit dem Lenkrad mache. Also, man kann auch sehen, wie ich am Kurbeln bin. So, und wenn man dann eines Tages in einem Gruppe B-Wagen hier durch Schweden fährt, dann wird das mit dem Lenkradbewegung noch schlimmer werden. Zumindest wenn man so ein Auto nimmt wie den Lancia 037, der nicht nur Gruppe B ist, sondern auch noch ein Hecktriebler. Also alle Faktoren, die da zusammenkommen für eine schwierige Kontrollierbarkeit. Dann müsste es in Schweden noch schneien und dann hat man eigentlich alles beisammen. Ach, Manno. Und wenn man halt keine Haarschaltung hat, muss man immer so lange runterschalten, bis man im Rückwärtsgang ankommt. Das ist auch sehr ärgerlich, weil da so viel Zeit verloren geht. Das war jetzt nicht allzu schlimm, weil in dieser Kurve schon so langsam, wenn man da stehen bleibt, verliert man nicht ganz so viel Zeit, wie man an anderen Stellen verliert, wenn man sich dreht. Aber Dreher sind und bleiben
äußerst ärgerlich. Denn egal wo sie passieren, man verliert natürlich immer Zeit. Und das tut weh. Da haben wir es wieder geschafft. So, das sind wieder 13 Sekunden Rückstand auf Bengtsson, aber auch wieder ein bisschen was rausgeholt auf Taylor. Also dürften wir unseren zweiten Platz wieder gefestigt haben. Und das haben wir auch. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual.